Ja, das passt. Ich starte jetzt in 15 Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, Dragos sagte in seiner Rede am Freitag etwas pauschal: Die Schünemanns dürfen hier nicht mehr das Sagen haben. Habe ich auch nicht vor, aber zu Wort kommen möchte ich gerne noch. Und außerdem ist das Ganze wie so oft eine Frage der Produktkennzeichnung. Es steht zwar auch Schünemann drauf, aber glaubt mir, es ist mehr Felix drin. Politik beginnt vor Ort. Ich setze mich ein für bürgernahe Politik und dezentrale Strukturen. Ich wünsche mir eine Politik der kurzen Wege, bei der Menschen mit unseren grünen Ideen Hand in Hand gehen. Liebe Freundinnen und Freunde, unsere Ideen sind voll am Puls der Zeit. Lasst mich das an drei Beispielen festmachen. Wenn wir in die Einkaufskörbe der Menschen schauen, können wir immer häufiger feststellen, dass die Leute gerne und aus Überzeugung lieber Produkte vom Landwirt nebenan kaufen als Importware aus Übersee. Und dass selbst eine beschränkte saisonale Verfügbarkeit kein Hinderungsgrund für den Erfolg eines Produktes sein muss, sieht man an der Beliebtheit, die unser niedersächsischer Spargel jedes Frühjahr erfährt. Am besten natürlich Bio. Regionalität ist ein Qualitätsmerkmal geworden. Und das ist die Ernte jahrelanger bündnisgrüner Arbeit. Dezentrale Energieversorgung ist ein weiteres Beispiel. Denn Klimaschutz und Energiewende müssen weiterhin regional verwirklicht und die Menschen vor Ort mit einbezogen werden. Dieser Anspruch liegt nicht nur in unserem, sondern auch im gesellschaftlichen Interesse. Und was könnte mehr Leben, mehr Zusammenhalt in unsere Demokratie bringen, als Selbstverantwortung und Bürgerengagement in dem zentralen Wirtschaftssektor? Eine Politik der kurzen Wege eröffnet auch andere Perspektiven der Mobilität. Das Prinzip kurze Beine, kurze Wege ist nur einer von vielen Ansätzen, um die Selbstständigkeit von klein auf zu fördern und nebenbei die Elterntaxis überflüssig zu machen. Dafür müssen wir ganz unten anfangen, ganz früh. Und ich als Vater weiß, eine fahrradfreundliche Mobilität für Kinder und Jugendliche beispielsweise erfordert nicht nur Infrastruktur, sondern auch ein regelmäßiges Erleben oder in dem Fall besser Erfahren in Schule, Familie und Freizeit. Bis zu einer Mobilität im grünen Sinne ist es noch ein weiter Weg. Aber letzten Endes traue ich nur uns die erforderliche Kreativität und den Mut zu, diesen Weg zu gehen und Visionen mit Leben zu füllen. Und nein, dafür brauchen wir keine Autobahnen. Dafür brauchen wir unsere Ideen, die wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort umsetzen. Der Einsatz für Regionalität beinhaltet auch die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung. Mit der Wahl zum Direktkandidaten habe ich einen Auftrag erhalten von den Mitgliedern unserer Partei in Burgwedel, Isernhagen und Langenhagen. Schluss mit den Nachtflügen am Flughafen Hannover. Gebt uns unsere Nachtruhe zurück. Jetzt ist die Gelegenheit dazu. 2019 läuft die noch von Schwarz-Gelb ausgehandelte Betriebsgenehmigung für Nachtflüge aus. Wir sagen deutlich: Lasst die Menschen in den umliegenden Dörfern und Städten wieder durchschlafen. Einmal aufwachen pro Nacht genügt. Und wenn wir Politik nahe an den Bürgerinnen und Bürgern machen wollen, dann noch etwas. Unsere Partei hat die Zeichen der Zeit vor fast 25 Jahren verstanden. Wir haben den Geist der Wende aufgegriffen. Für eine partizipatorische Gesellschaft, für die Selbstverständlichkeit offener Grenzen und die Erkenntnis, dass unsere Welt Revolutionen auch friedlich gestalten kann. Diese Themen sind weiter aktuell für Niedersachsen und für Europa. Wir haben uns 1993 einen Auftrag gegeben,
und tragen diesen seitdem als ständiges Versprechen des Aufbruchs in unserem Namen, Bündnis 90. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns immer wieder aufs Neue gemeinsam aufbrechen, jetzt erst recht. Ihr seht, ich habe versucht, mich kurz zu fassen, damit wir heute alle möglichst früh nach Hause kommen. Nur eine Sache noch. Wenn wir hier nachher durch sind, lasst uns alle gemeinsam da rausgehen und den Menschen sagen, wir haben eine Idee von der Zukunft dieses Landes. Die ist gut, die ist grün, die hat Zukunft. Lasst uns die Leute nach ihren Ideen fragen. Und ja, auch wir werden manchmal überrascht sein. Lasst uns die Menschen mitnehmen, ihnen das Gefühl geben, zentraler Teil unserer Politik zu sein. Wir müssen den Leuten wieder sagen können, es geht um deine Sache. Ich bin mir sicher, dass wir Grünen weiterhin ein gehöriges Wort an der Gestaltung unserer Zukunft mitzureden haben. Danke.